Hallo zusammen, ich bin der Tech-Pirat, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu meinem neuesten Video. Heute beschäftigen wir uns mal mit diesen kleinen Dingern hier, was das damit auf sich hat und warum ich die einsetze. Das seht ihr nach dem Intro. Ja, und zwar habe ich so einen ganzen Sack von den guten Teilen bestellt. Machen ganz schön Lärm. Und das hat einen ganz besonderen Grund. Wie ihr ja wisst, betreibe ich, oder auch nicht, dann wisst das jetzt, wo ihr jetzt hier gerade einschaltet, betreibe ich Automaten. Und zwar Snackautomaten, Kaffeeautomaten und so weiter. Und da haben diese kleinen Teile doch einen sehr schönen Zweck oder können einen sehr schönen Zweck erfüllen. Und ich hatte schon länger nach so einer Lösung gesucht und der liebe Andi, schönen Gruß nach München, der selber auch Automaten betreibt im Münchner Raum, der hat mir das ganz kurz mal erklärt, beziehungsweise mich darauf gebracht. Wir kamen so ins Gespräch, er hatte mit mir Kontakt gesucht, weil es da um ein paar Fragen zu Stellplätzen ging und wie das so ist, dann kommt man von Höchstchen auf Stöckchen und dann kamen wir rein zufällig auf diese wunderbaren Tags, NFC-Tags zu sprechen. Und zwar ist es so, dass ja es Situationen gibt, wo man die gut gebrauchen kann am Snackautomat. Stellt man sich natürlich die Frage, warum? Und zwar ist das relativ simpel. Es ist so, dass es Firmen gibt, die gerne ihren Mitarbeitern ein monatliches Kontingent zur Verfügung stellen oder sagen, pass mal auf, nimm mal deinen Kunden mit und geh mal mit dem einen Kaffee trinken. Ich habe also in Düsseldorf habe ich ja einen Kaffeeautomat übernommen, einen wunderschönen Klicksautomat und da kann man ja Kaffeesuppen und so weiter ziehen und der steht in einem Fahrradladen und die Kunden, die möchten gerne dort quasi eingeladen werden. Also sagt der Chef oder der Chef lädt die Kunden dort ein. Und dann ist es so, dass sie dann im Rahmen des Gesprächs, des Verkaufsgesprächs, gerne dann mal zu einer Suppe oder zu einem Kaffee oder zu einem Tee einladen. Und damit die nicht ihr eigenes Geld benutzen, ist da eine Lösung gefragt. So, jetzt hat der Klicks normalerweise eine eigene Lösung. Und zwar gibt es da Schlüssel, die man bei diesem Automaten dabei packen kann. Und das sind dann auch so Plastikschlüssel, die sehen nicht so aus wie die, die haben eher so eine Schlüsselform, die kann man tatsächlich da reinstecken, wie in so einer klassischen Kasse. Und dann kann man anhand dieser Schlüssel dann so ein Freikontingent quasi nutzen. Jetzt ist aber so, dass ich als Telemetrie die Vencube oder Vensoft nehme und die kommt mit diesem System von Klicks nicht klar. Also sind da natürlich Alternativen gefragt. Die zweite geniale Lösung eigentlich von diesem ganzen System ist, dass man auch gegebenenfalls Testkäufe machen möchte. Und wenn ich jetzt als Automatenbetreiber ein Najax-Gerät an meinem Automaten habe, dann kann ich hiermit Testkäufe generieren. Und zwar kann ich einfach das Ding dran halten und dann wird das letztendlich dann dafür genutzt und es wird mir kein Geld abgezogen oder nichts, weil ich die über die Najax-Software aufladen kann. Für alle, die nicht wissen, was ein Najax überhaupt ist, das ist eine Zahlungslösung, die man sehr gut nutzen kann, um Kreditkarten an seinem Automaten nutzen zu können, zum Beispiel. Damit da die Kunden hingehen können und nicht nur Bargeld oder Scheine einschmeißen, sondern halt auch mit der Kreditkarte bezahlen können. Ich habe die an zwei verschiedenen Standorten habe ich Najax im Einsatz. Einmal in der Schule für Erwachsenenbildung, da wird das so 10% der Käufe ungefähr finden darüber statt. Und dann an meinem neuesten Autoautomaten, da fand ich sehr wichtig, dass da Najax zum Einsatz kommt, weil der steht am Flughafenparkplatz und da werden ja sehr viele internationale Kunden ankommen und die haben dann nicht unbedingt vielleicht den Euro in der Tasche oder gerade kein Kleingeld zur Hand. Und dafür kann man natürlich dann wunderbar dieses Najax nutzen. Deswegen war es sowieso verbaut und dann habe ich gedacht, okay, wenn das hier verbaut ist, dann mache ich doch mal Folgendes. Stelle den Mitarbeitern von diesem Flughafenparkplatz jeweils auch mal so ein Ding zur Verfügung. Denn ich bin der Meinung, da die da sehr gut auf meinen Automaten aufpassen, dann sollen die auch was davon haben. Und genau das ist Sinn und Zweck solch einer Prepaid-Lösung mit diesen Chips,
Denn man kann dann wunderbar quasi den Mitarbeitern dann so ein Kontingent zur Verfügung stellen. In dem Fall ist es so, dass alle hauptberuflichen Mitarbeiter von mir dann einen so einen Chip kriegen. Und zwei Stück haben schon einen, also wir haben das schon super getestet. Und dann dürfen die sich ein paar Snacks im Monat für Omme, wie man bei uns sagt, also kostenlos, dürfen die sich die dann ziehen. Und für mich ist das wichtig, denn die passen ja auf meinen Automaten auf. Es ist so, dass da der Automat nicht unbewacht ist. Und zwar sind die Fahrer mindestens alle 20 Minuten vor Ort, was natürlich für mich eine enorme Sicherheit ist. Teilweise stehen die auch länger da. Und es ist nämlich also ein Flughafentransfer, das heißt, die Kunden kommen da an und werden dann transportiert. Und deswegen ist das natürlich eine optimale Lösung dafür, um die Mitarbeiter von dem Flughafenparkhaus bzw. Flughafenparkpersonal dann mit meinem Automat so ein bisschen enger anzubinden. Und das dachte ich, das nutze ich doch direkt, wenn ich das dann habe. Es gibt halt, wie gesagt, die Möglichkeit, erstmal mit den Tags an den Automaten zu gehen und die dort einmal auslesen zu lassen. Der Betrag wurde nicht abgebucht. Nachdem das erfolgt ist, dann bekommt ihr vom NAIAC selber über das Fehlerprotokoll die Informationen, müsst ihr halt kurz danach reingucken. Das kann man sowohl über die Handy-App machen, als auch direkt am Terminal über den Desktop. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu sehen, welche ID dort quasi hinterlegt ist. Und wenn ihr die ID habt, dann könnt ihr die einfügen in das NAIAC-System und dort dann diesen Tag als Prepaid-Karte anlegen. Das ist aber dann natürlich vielleicht ein bisschen umständlich, wenn ich jedes Mal zum Automaten zu einem NAIAC-Gerät fahren muss, wenn ich gerade keins zur Hand habe. Dann dachte ich, da muss da auch eine andere Lösung geben und die gibt es tatsächlich. Und zwar dieses wunderschöne Smartphone. Und zwar ist das ein Android-Smartphone, in dem Fall von Huawei 1, womit ich nämlich auch diese Tags auslesen kann. Es gibt es hier verschiedene Apps, die man sich installieren kann. Ich habe jetzt hier das NFC Tools, nennt sich das, rausgesucht, denn das ist eins, was mir am besten so gefallen hat. Und dann kann ich einfach mit dem Chip hinter das Smartphone gehen und dann lest ihr diese Informationen aus. Jetzt seht ihr, dass wir hier als Seriennummer angegeben haben einen Hexadezimalwert. Und es ist so, dass das natürlich uns jetzt nicht hilft, weil das ist nicht der Wert, den wir in die NAIAC-Software eingeben können, weil da müssen wir reine Dezimalwerte reingeben. Aber auch da habe ich mir geholfen und das zeige ich euch kurz. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt im Internet und in dem Fall ist es in der Tat ein Hexadezimalwert-Umrechner. Und da braucht man im Prinzip einfach nur den Hexadezimalwert angeben, ohne die Punkte dazwischen, die hier die App mit anzeigt, weil das ist ganz normal. Und dann bekomme ich daraus dann letztendlich die Seriennummer, die ich brauche. Und zwar nehme ich den ganz normalen Dezimalwert. Und mit diesem Dezimalwert kann ich dann letztendlich, wie gesagt, die Karte erstellen. Ich kopiere mir den jetzt. Und dann zeige ich euch das mal. So, wir befinden uns hier im NAIAC Dashboard und das ist das Herz, quasi die Software, die ich übers Internet aufrufen kann. Und da habe ich dann im Prinzip meine zwei angeschlossenen Geräte verfügbar. Und ich kann hier über Konsumenten und Karte, kann ich dann in dieses wunderschöne Menü gehen, wo ich dann halt diese Karten anlegen kann. Das ist ziemlich simpel. Wenn ich die bestehenden Karten mir vorher angucken möchte, dann kann ich hier einfach oben auf Suche gehen und dann werden hier am linken Bereich werden dann die bestehenden Karten ausgewählt. Da habe ich einmal, wie gesagt, oder zweimal die Karte für für die beiden Fahrer und ich habe eine Karte für meinen Bruder dabei, weil der ist nämlich auch so nett und guckt am Wochenende, wenn der mit dem Taxi unterwegs ist, immer mal nach dem Automaten. Und da habe ich gesagt, Bruder, wenn ich doch schon so eine coole Dinge habe hier, dann sollst du natürlich auch einen davon bekommen und habe ihm dann
den gestern übergeben, damit er dann auch, wenn er da den Automaten kontrolliert und da vorbeifährt, extra in seiner Schicht, dann damit er was davon hat und kann sich dann jetzt auch da kostenfrei Ware ziehen. Ist kaufmännisch erstmal natürlich nicht so dolle, ist klar, ist mir auch klar, aber mir geht hier tatsächlich die Sicherheit über alles und das ist ja ein Nehmen und ein Geben und von daher macht das hier Sinn, weil wir sind hier im Outdoor-Bereich unterwegs und da sind wir ja noch in der Experimentierphase, wie die da ankommt und von daher bin ich da, ja, was soll ich sagen, sehr zufrieden mit der ganzen Geschichte. Das Anlegen der Karte ist eigentlich hier wirklich kinderleicht. Man muss ein paar wenige Sachen beachten. Einfach auf neue Karte klicken, dann habe ich die Möglichkeit, im Grunde genommen hier schon loszulegen. Ich wähle den Betreiber aus, das heißt, seid in der Regel ihr und dann sage ich hier, welche Kartentyp. Da wählen wir den Prepaid-Kartentyp aus und da sieht man dann auch schon, dass man hier in der Tat tatsächlich dann mehrere Karten oder beziehungsweise noch viel mehr Auswahlen bekommt. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr die kontaktlose Karte oder den kontaktlosen Sticker nehmen wollt. Das spielt keine Rolle, die werden gleich behandelt. Ich habe beide Einstellungen getestet, das ist letztendlich egal. Und hier bei der Kartennummer müsst ihr dann die entsprechende Kartennummer eintragen. Diese Kartennummer ist halt relevant dafür, ob ich dann da tatsächlich auch dran komme. Ich habe dann die Möglichkeit, hier zusätzliche Informationen abzulegen. In dem Fall können wir sie mal Test 2 nennen, womit ich die Karten dann eindeutig identifizieren kann. Dazu kann ich dann einen Status auswählen, ob die aktiv sind oder abgelaufen. Und ich habe die Möglichkeit, wenn ich will, was ich aber jetzt in unserem Fall nicht brauche, noch die Währung hinterlegen. Und ich sage einfach, um was es hier geht. Und da ist schon der erste wichtige Hinweis. Ihr müsst auf ein Transaktionsguthaben gehen. Das heißt also, ihr müsst im Prinzip sagen, er darf Transaktionen machen. Das ist natürlich eine Vereinbarung letztendlich, die ihr mit dem jeweiligen Mitarbeiter oder mit dem jeweiligen Chef dann trifft. Wollt ihr jetzt eine Budgetierung machen, dann müsst ihr auf Geldguthaben gehen. Dann wird nämlich festgelegt, wie viel Geld oder für wie viel Geld der Mitarbeiter jeden Monat sich da was ziehen kann. In meinem Fall ist ja so, dass wir gesagt haben, wir machen eine quasi Stück, also pro Stück, damit ich quasi testen kann. Ich habe mir eine Testkarte angelegt mit 100 Testkäufen, die ich machen kann. Wichtig ist noch zu beachten, wenn ihr hier Transaktionsguthaben auswählt, dann ist da kein Geld geflossen und somit berechneten Ajax dann auch keine Gebühren. Solltet ihr hier tatsächlich Geldtransfer machen, also sprich der Chef zahlt Geld auf euer Konto und ihr schreibt das hier gut, dann berechnet Ajax auch die Gebühren. Deswegen ist gegebenenfalls so ein Stück, Transaktionsstück oder Transaktionsstück eigentlich eine ganz gute Lösung. Aber in der Praxis wird es sicherlich eher der Geldbetrag sein und da seid ihr euch dann bitte bewusst, dass ihr da auch dann Gebühren bezahlt, wenn das über das Ajax-Terminal läuft. In dem Fall ist es so, dass ich den Fahrern gesagt habe, sie dürfen sich 5 beliebige Artikel ziehen. Ich bin mal gespannt, ob sie es auch machen. Nicht, dass ich nachher auch noch arm werde, aber wir müssen ja irgendwie mal anfangen. Und so kam ich halt da drauf. So, und dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auf den Tag zu begrenzen. Ich sage jetzt, die dürfen nur einen Artikel am Tag ziehen, damit nicht am Ende des Monats vielleicht die hingehen und alle 5 Artikel ziehen, wenn sie die vergessen haben, weil die sollen sich das ja einteilen und dann jeweils haben. Dann kann man sagen, wie viele Transaktionen dürfen die per Monat machen. In dem Fall habe ich ja gesagt, sind es 5. Und wenn der Monat um ist, ob sich das immer automatisiert wieder auflädt. Und das sind dann auch wieder 5. Dann kann man noch entscheiden, ob man das Guthaben überträgt. Das heißt also, hat er seine 5 nicht abgerufen, addiert sich das, hat er irgendwann 10, 20, 30 Möglichkeiten. Das mache ich nicht. Das hängt aber, wie gesagt, von der Situation ab. Nehmen wir mal an, Chef würde das machen, dann würden wir ja dem Chef dann quasi diese Guthaben in Rechnung stellen und dann hätte der natürlich daran interessiert oder Interesse, dass der Mitarbeiter nicht genutztes Guthaben dann auch im nächsten Monat wieder nutzen kann, weil er es ja nun mal bezahlt hat.
das ist, wie gesagt, dann, ne? Dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, ob man den Tag selber auch noch mit Bargeld oder Kreditkarte aufladen kann. Das weiß ich nicht, habe ich selber noch nicht probiert. Und man kann natürlich auch Gültigkeitsdaten, Ablaufdaten einpflegen und das Ganze dann hier hinterlegen. Lasse ich das offen, dann passiert da nichts. Ja, zusätzlich können wir hier bei Karteninhaber-Details auch noch Informationen zu dem einzelnen Mitarbeiter oder Karteninhaber hinterlegen. Das ist natürlich praktisch, damit ich die dann vielleicht auch besser zuordnen kann. Wichtig ist, dass natürlich ihr die Nummern, die ich jetzt hier auch hier abgedeckt habe, dass ihr die nicht weitergibt, damit quasi, wenn ihr die da hinterlegt habt, damit die nicht ja, von anderen genutzt werden können, wenn die Standorte eurer Automaten kennen. Denn jeder, der den Tag mit der passenden Nummer hat, der kann auch dann das am Automaten nutzen. Und das ist natürlich klar, das sollte so nicht vorkommen. Das heißt also, wir dürfen hier nur eindeutige Nummern quasi vergeben, die auch dann nutzbar sind. Das Ganze schließt ihr ab hier oben mit Informationen speichern. Dann wird die Karte gespeichert und links angezeigt. Das heißt, die Suche wird dann im Prinzip direkt auf diese Karte beschränkt und die ist dann sofort einsetzbar. Also wirklich absolut genial. Ja, das war jetzt quasi in Verbindung mit der NAJAX. Die NAJAX nutze ich ja tatsächlich nur als reiner Geld quasi Akzeptanzstelle, damit die Leute mit ihren Kreditkarten bezahlen können. Ich mache weiter nichts über die NAJAX, weil mir das so ein bisschen umständlich war. Na klar, man kann sich auch da reinfuchsen. Zusätzlich nutze ich ja den VanCube von Vensoft. Das ist eine andere Telemetrie und die kann man auch nutzen mit diesen Tags. Denn da gibt es auch einen Zusatzbauteil sozusagen, den man am Automaten bzw. an der Telemetrie anbringen kann. Und dann kann man dann auch sozusagen hier den Mitarbeitern die Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Das werde ich dann nämlich in dem Fahrradladen dann jetzt quasi nachträglich nachrüsten, um denen die Möglichkeit wieder zu geben, weil die hatten irgendwie so ein Freikontingent. Ich muss das noch genau klären, damit die wieder für ihren Kunden das ein oder andere ja, Kaffeegetränk dann da zur Verfügung stellen können. Und das ist natürlich, wie gesagt, insgesamt eine sehr schöne Sache. Ja, ich hoffe, technisch gesehen hat euch das jetzt mal ein bisschen weitergeholfen. So habt ihr eine weitere Möglichkeit für Snackautomaten mal kennengelernt, was man da so machen kann. Das heißt, man muss nicht immer alles über Geld machen, sondern man kann es tatsächlich als Chef dann auch machen. Das heißt, lieber Chef, guckst du das jetzt hier, dann hast du jetzt die Möglichkeit oder weißt jetzt, wie man deinen eigenen Mitarbeitern das zur Verfügung stellen kann. Ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es war sehr technisch und natürlich sehr speziell, weil das wird das sicherlich nur die Leute interessieren, die mit Automaten und mit der NAJAX rumhantieren. Aber ich denke, das ist auch mal ganz interessant. Vielleicht hat der ein oder andere ja quasi jetzt was dazugelernt, wie er mit seinen Automaten besser klarkommt oder wie er mit der NAJAX besser klarkommt. Da würde ich mich natürlich freuen, natürlich von allen freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lässt und wenn ihr weitere solche technischen Videos haben wollt, dann dürft ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren oder mein Automaten-Business oder mein PC-Business quasi weiterverfolgen wollt. Da gibt es ja hier auch reichlich Videos auf diesem Kanal, dann immer ran mit dem Abo. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.